Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Paper Mario 64. Dann gucken wir doch mal, wo wir in der heutigen Folge landen. Bei dem Boss schaffen. Ach, warte mal, von hier kam ich. Fängt ja schon mal gut an. Muss ich hier hin? Ist das Tupper Blubber? Was ist das? Irgendetwas ist ja faul. Das war überhaupt nicht knapp oder so. Ja, geh bitte weg. Okay. Ich glaube, ich viel mehr Zeit. Gehen wir erstmal durch diese Tür hier. Weiter kommen wir auch nicht. Wo ich meine, wir hätten einen Schlüssel, ne? Haben wir einen Schlüssel? Nein, wir haben keinen Schlüssel. Nur falls wir mal ein Bett brauchen. Oh, voll der P-Raum hier. Tatsächlich könnte ich jetzt alle mit Bonbon springen. Komm schon, Moment, du, ich krieg das hin. Ganze Erfahrungspunkte nehme ich mit. Wir sind hier in der Nähe kurz vom Level Up. Erster Angriff erfolgreich. Da haben wir ja schon mal Glück gehabt. Okay, das kriegen wir auch hin. Lalalala. Aber jetzt so vielleicht. Aber nur vielleicht. Erfahrungspunkte Boost. Okay, das kriegen wir so hin. Ich hab einen Powersprung. Ich lieb's. Das können wir suchen, glaube ich. Ich glaube, die Verteidigung war eh null. Okay, ich nehme alles mit für Erfahrungspunkte. Wir sind kurz vom Level Up. Dann nehme ich einfach mal alles mit, was geht. Angriffsboost ist auch ganz gut. Läuft. Ich hätte gerne einmal noch Fokus einsetzen möchten. Wenn der nächste Gegner auch noch. Das ist jetzt blöd. Bei alle kriege ich definitiv nicht down. Aber in der nächsten Runde sind alle weg. Und ich komme zum Level Up.
Oh, schade, machen wir jetzt nichts. Okay, Weiß nicht, ob ich durch ein Level-Up auch meine Sternpunkte wieder vollgesetzt kriege, aber ich versuche mein Bestes. Genau 100. Nochmal Ordenspunkte. Und da haben wir auch schon den Schlüssel. Apropos Ordenspunkte. Dort ist eigentlich ganz gut. Das benutze ich eigentlich kaum. Das ist eigentlich ganz gut. Immer Kampfrausch und dann haben wir immer noch eins. Dann nehmen wir noch einen Powerhauer. Das erste. Oh, Heilung. So, speichern. Okay, ich glaube, der Bosskampf kommt. Vielleicht schaffe ich das Spiel doch noch, bis das zweite Teil released wird. Wäre ein Träumchen. Da komme ich nicht hoch. Ist hier eigentlich doch irgendwas? Da ist eine Truhe. Ich glaube, ich könnte Ärger kriegen. Der Stern ist fort und außerdem glaube ich, dass jemand ins Schloss eingedrungen sein muss. Ich will König Bowser nicht verärgern, er ist unheimlich. Dabei hat er mich unbezwingbar gemacht. Aber wenn ich das hier vermassle, macht er mich sicher wieder zu dem, was ich vorher war. Zeit für meinen Schönheitsschlaf. Okay. Ich nehme da mal Bu. Hallöchen, ich bin Igiti. Ein treuer und gesprächiger Gefolgsmann von Meister Bubba Blubba. Mein außergewöhnlich wichtiger Job ist es, seine Weltsachen zu bewachen. Aber du siehst ja gar nicht wie Meister Bubba Blubba aus. Das bedeutet, du bist hier, um mich zu stehlen. Mich, den magischen Schlüssel, der die Tür zur windigen Mühle am Ende der windigen Schlucht öffnet. Und außerdem willst du wohl das Geheimnis, das sich in der Mühle verbirgt, lüften. Ja. Du bist eine sehr ehrliche Person, nicht wahr? Hilfe, Meister Bubba Blubba, ein Dieb. Was soll der Krach? Noch 5 Minuten, Mami. Oh nein, er ist wach. Wir müssen rennen. Lalalala. Hey, du Dieb, halt!
Das sieht nicht gut aus. Definitiv nicht. Gott, ist das schnell. Mist, da komme ich nicht runter. Wird gelaufen. Oh Gott, der kommt. Er kommt. Er kommt. Oh Gott, ist der nah. Wir müssen zu wenige Höhle. Ach Gott, der hat seine Gefolgsleute ermordet. Was ist denn da? Endlich haben wir Tupaplupas Schloss erreicht. Seid ihr alle bereit? Seid tapfer. Wir müssen alles tun, was in unserer Macht steht, um Lady Boo zu helfen. Aber was können wir tun? Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, die Nerven wegzuschmeißen. Unser geliebter Lady kämpft gegen Tupaplupa. Wir dürfen nicht zögern. Sofort zurück. Was ist das für ein Geräusch? Tupaplupa ist hinter dir her und er ist auf der anderen Seite der Tores, des Tores. Was, du sagst, dass du vielleicht Tupaplupas Schwachpunkt herausfinden konntest? Oh, natürlich, die windige Mühle am Fuße des Hügels. Ich meinte die Windmühle. Du musst dich beeilen. Lauf so schnell du kannst zur windigen Mühle. Wir werden versuchen, Tupaplupa hier festzuhalten. Das ist zu gefährlich. Er ist verrückt. Er wird jeden einzelnen von euch fressen. Warum lässt sich das Tor nicht öffnen? Ich weiß nicht, wie lange wir es noch halten können. Kümmert euch nicht um uns. Lauft, lauft für unser aller Wohl. Blickt nicht zurück. Ich rieche leckere Geister, öffne das Tor. Ich rieche leckere Geister. Da, Geister. Weißbrot. Ne, ich halte nicht mit euch auf. Ich muss zur windigen Mühle. Autsch. Mist. Ja, setzen wir mal Erdbeben ein. Weil ich überhaupt noch Erfahrungspunkte dafür kriege. Mach mal Spuk. Erschreckt Gegner, sodass sie vom Kampf fliehen. Okay. Patsch, patsch, patsch. Aua. Autsch. Okay, machen wir doch mal den Hammer. Komm, Schaden, du. Nein, nein, nein. Ach, Mist. Das war verschwendet. Nicht blocken. Meines kommt aber eh noch eine Heilung. Aber gibt schon noch ein paar Erfahrungspunkte. Nicht viel, aber immerhin. Hallo Geist, tschüss Geist, hallo Geist, tschüss Geist, hallo Heilung. Nochmal speichern. Nicht, dass wir den Abschnitt nochmal neu machen müssen. So, da wären wir.
mieser Schlüssel. Hier vielleicht noch irgendwas? Nö, immer nicht. Warum sind hier Goombas? Blöd gelaufen. Das gibt ein Erfahrungspunkt. Mehr Geld? Mehr Geld. Kohle, 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 Kohle. Die Kraft des Zaubers ist nun mal verbraucht. Nein, ich muss danach zur Wüste. Eintritt verboten. Eintreten. Und dann ist der erste schon mal down. Patsch, patsch und patsch. Ich liebe diese Attacke. Die auch voll gemacht. Oder Ehren. Na gut, das wird dir jetzt auch nicht mehr helfen. Ehrlich, Eintritt verboten? Ein bisschen. Du möchtest eigentlich schon. Wird er rufen. Mal gucken, ob sich nur einer auflädt oder alle. Der lädt sich auf und der lädt sich auf. Kann ich aber trotzdem schon mal hier drauf springen. Am Mist. Oh, darf er jetzt nicht angreifen. Der lädt sich schon wieder auf. Ich möchte mal gucken, wie viel Schaden das macht. Einmal kurz erfrischen, bitte. Immerhin etwas Erfahrungspunkte. Jetzt aber Eintritt verboten. Wer bist du? Was? Mario?
Hat dir jemand gesagt, dass ich Tubaplubas geheime Stärke bin? Ich bin ein Herz. Hast du bestimmt schon an der Naht erkannt. Jemand ausgeplaudert, dass der Tubapluba im Schloss nur eine leere Hülle ist und diese von hier aus kontrolliert wird? Man kann niemandem mehr vertrauen. Ich kann dich nicht mit dem Wissen über meinen unbezwingbaren Körper von hier gehen lassen. Tut mir leid, aber da musst du jetzt durch. Tubas Herz. Das ist Tubas Herz. Man könnte auch sagen, dies ist das Herz von Tuba Geheimnis. Ah. Okay, war nicht so lustig. Maximale KP 50, Angriffskraft 6, Verteidigung 0. Es verfügt über eine schreckliche Attacke, wenn es sie ankündigt, solltest du dich verstecken. Diese Attacke zieht dir ganz 12 KP ab. Versuche es zu schlagen, bevor es diese Attacke nochmal anwendet. Glaube mir, sie ist äußerst gefährlich. Du wird sich in diesem Kampf als wahrer Segen erweisen. Machen wir doch mal den Power. Ding. Ding. Ach Mist, ich habe jetzt voll verkackt den Kommando. Ich führe nun eine meiner besten Attacken aus. Du kannst ihr unmöglich ausweichen. Ich muss mich nur ein wenig vorbereiten. Hab bitte eine Sekunde Geduld. Kann einmal unsichtbar machen, bitte. Wenn man da 12 KP absieht, dann ist das schon eine krasse Attacke. Was haben wir denn hier? Ein Erdbeben einsetzen. Hey du, Geisterlady, du siehst lecker aus. Bleib doch nach dem Kampf noch ein bisschen hier. Vom Kämpfen werde ich immer hungrig. Bläh, hättest du aber gern. Was, keine Chance, du geisterfressender Vollidiot. Mario, ich bin jetzt wirklich böse. Lass uns das Ding verdressen. Wahahaha. Not again. Ich mach nochmal den Powerhüpfer. Immerhin etwas. So, dann einmal den normalen Sprung. Mir macht das 4 Schaden. Autsch. Keine Ahnung, wie ich das blocken soll. Ja, aber mit Boost-Attacke gehen wir das schnell hin. Und dann einmal unsichtbar. Ja, ist ja easy. Was hat das vielleicht? Dann würde ich mal tatsächlich mal einmal Erfrischung einsetzen wollen. Aber einmal könnte ich die Attacke noch überleben. Hm.
du aber jetzt. Erfrischung. Wobei. Der ist doch jetzt eh da. Autschi, oh, das tut weh. Ich muss hier weg. Wieder flüchtet. Wieder flüchtet? Der Arsch. Und einmal ein paar Pilz. Und dann nochmal. Den Rest kann man eigentlich ja. Somit Heilung wieder hochmachen. Du Herz, du bleibst hier. Nur falls wir das brauchen. Wenn er sich wieder mit seiner Hülle vereint. Brauchen wir das. Es ist an der Zeit für eine kleine Wiedervereinigung. Oh ja, jetzt fühle ich mich gut. Wenn mein Herz und mein Körper vereint sind, gibt es keine Möglichkeit, mich zu schlagen. Super Blub. Das ist Super Blubber, nunmehr mit seinem Herzen wieder vereint. Dies ist sein wahres Selbst. Maximale KP 10, Angriffskraft 4, Verteidigung 0 vermutlich. Deine Hip-Attacke verursacht 6 Punkte Schaden. Sei vorsichtig, ich weiß nicht genau, wie seine anderen Attacken aussehen. Aber ich glaube, er ist viel schwächer als vorher. Den KP als ob. Ja, schlaf erstmal eine Runde ein. Komm, dann setzen wir doch mal den Power-Dingsbums ein. Bing. 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 Ah, hat ja kaum was gebracht. Und dann nochmal eine Kopfmaß. Bing. Okay, in der nächsten Runde ist er down. Okay, das ist jetzt Albert. Jau! Oh nein. Obwohl mein Herz und mein Körper vereint sind, bin ich trotzdem nicht unbezwingbar. Jetzt bin ich wieder der nicht unbezwingbare Tuba Blooper. Das ist so lahm. Ich gebe auf, vergib mir, ich lasse auch alle Geister wieder frei, die ich gefressen habe. Du hast hier noch nicht verdaut. Okay. Nun, Birk, ich bin nicht nur ein sehr sensibler Kerl, der in einem riesigen Körper gefangen ist. Ich will nicht länger unbezwingbar sein, wenn das bedeutet, dass ich gegen Leute wie dich kämpfen muss. Geschieht ja recht und alle, die gefressen wurden, sind wieder zurückgekehrt. Aber ich werde allen sagen, den armen Tuba Blooper nicht mehr zu erschrecken. Plot Twist. Eigentlich seid ihr die Bösen. Früher haben wir Tuba Blooper Tag und Nacht erschreckt, weil er so ein Fiesling war. Als Eltern habt ihr das verdient. Aber egal, wir bereuen es nicht. Immerhin ist es die Aufgabe von uns Geistern, die Leute zu erschrecken. Nebenbei, das war eine sehr erfrischende Erfahrung. Noch nie zuvor habe ich eine derartige Aufregung verspürt. Und natürlich habe ich auch viel dabei gelernt. Ich glaube, ich sollte etwas mehr über die Welt in Erfahrung bringen. Daher werde ich dich noch ein bisschen begleiten. Geht das in Ordnung, Mario? Natürlich geht das in Ordnung. Nein, ja. Abgemacht. Du darfst dich glücklich schätzen, mit mir auf Reisen zu gehen. So, Mario, wie versprochen, gebe ich dir den Stern zurück. Behutler, komm hierher.
Hier, Mario. Er ist jetzt frei. Der sieht jetzt nicht gerade erfreut aus. Ich muss nachdenken. Ein bisschen sauer. Kapitel 3. Ende. Das Geheimnis von Tupabluba wurde gelüftet und Professor... Das Geheimnis von Tupabluba wurde gelüftet und Professor aus seinen Klauen befreit. Jetzt, da Tupabluba nur noch ein böser Traum ist, können die Buhus nach Herzenslust herumspuken. Selbst der Wind, der sein Lied in der Schlucht erklingen lässt, scheint ihren Sieg zu feiern. Zumindest im Moment. Mit seiner neuen Freundin Boo im Schlepptau begibt sich Mario auf die nächste Etappe seiner Reise. Und damit sage ich jetzt an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss bis zum nächsten Mal bei Paper Mario 64. Bis dahin, tüdelü.